Wermut begleitet mein Leben schon eine ganze Weile, schon viele Jahre. Also vor Jahren habe ich Wermuttee getrunken, wenn ich abends zu viel gegessen hatte oder überhaupt nach dem Essen, wenn mir so übel war, weil ich zu viel gegessen hatte oder das Falsche, zu fett oder sonst irgendwas. Dann trank ich immer einen Wermuttee und jetzt habe ich auch meinen Bekannten und Verwandten so empfohlen, weil das hilft unheimlich schnell. Es geht einem wieder gut. Mehr habe ich darüber nicht nachgedacht. Erst so nach und nach ich mich mit Verjüngung beschäftigte, beginne ich seit einigen Jahren, mich auch mehr mit Kräutern zu beschäftigen. Ich bin keine sogenannte Kräuterfrau oder Kräuterhexe oder so etwas, sondern ich bin keine sogenannte Kräuterfrau oder Kräuterhexe, dass ich über die einzelnen Kräuter ganz viel Bescheid weiß und Heilungsrezepte weiß oder sowas. Das kann ich nicht. Ich kann nur bestimmte Kräuter und auch nur so, wie ich es für mich gut empfinde und was ich auch weiterempfehlen kann. Jeder muss sich mit seinem eigenen Kraut, das für sein eigenes Leben ja gut werden könnte, selbst auseinandersetzen. Denn jeder hat zu jedem Kraut eine andere Beziehung und Wermut wird wahrscheinlich nicht für alle Menschen gleichermaßen gleich wirken. Das ist ja mit allen Dingen. Na, die einen lieben die Sonne, die anderen nicht so sehr. Und mit Wermut, hier ist mein Wermutvorrat drin, mehr braucht man nicht fürs ganze Leben, glaube ich, weil man, wenn man einigermaßen gesund ist, braucht man gar nicht so viel Medizin. Hildegard von Bingen hat sich schon mit Wermut beschäftigt, habe ich mal gelesen. Ich habe nicht so sehr gelesen, was sie gemacht hat, sondern ich habe mich selber mit dem Kraut beschäftigt. So, jetzt sollt ihr erst einmal sehen, wie Wermut aussieht. Denn ich hatte es vor ein paar Jahren von einer Bekannten eine Pflanze geschenkt bekommen, die hatte die im Garten. Und schon bei ihr im Garten waren da so ganz viele kleine schwarze Läuse dran. Und die blieben auch bei mir. Wermut überwintert auch. Ja, man kann sie sogar im Topf überwintern, wenn man ein bisschen abdeckt. Hat auch bei mir überwintert, aber diese schwarzen Läuse haben genauso überwintert. Also Viecher fressen wahrscheinlich auch total bitteres Zeug. Manchen ist das egal. So, dann wollte ich diese schwarzen Läuse nicht auf meinem Balkon haben. Ich habe keinen Garten, ich habe nur einen größeren Balkon und habe die Pflanze ausgepflanzt. Und siehe da, in der Natur, ringsherum von wilder Natur umgeben, gibt es gar keine schwarzen Läuse mehr. Gucken wir mal an, wieso das Wermutkraut in der Natur aussieht. Das ist bei dieser, naja, sagen wir mal, relativ grün eintönigen Landschaft nicht so einfach, den Ort wiederzufinden. Aber ich merkte mir diese beiden Bäume dort. Und da ist auch, wenn man genau hinsieht, ein Dornenrosenbusch. Und daneben, weiß ich, habe ich ihn gepflanzt. Und dann schauen wir mal, wo ist er? Ja, ich sehe ihn schon. Er ist nicht mehr ganz so taufrisch. Die Pflanze sieht ein bisschen vertrocknet aus oder sah oder sieht noch. Und ich fand hier so ein Becherchen in der Natur umliegen. Das wächst hier nicht, hat irgendjemand hingeworfen. Aber nach dem Motto sucht und ihr werdet finden, fand ich dieses Becherchen und kann jetzt diese Pflanze ein bisschen begießen. Ich werde mal den Becher bisschen verstecken. So, nicht, dass das hier ein Umweltschützer findet und wegräumt. Ja, es ist eine Gartenpflanze, die bekam ich im vergangenen Jahr geschenkt. Und die wuchs bei mir auch auf dem Balkon ein bisschen, allerdings befallen von zahlreichen schwarzen Läusen. Also da war von der Pflanze kaum noch was zu sehen. Es gibt allerdings somit also auch Tiere, die wie verrückt nach Bitterstoffen sind. So, schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen näher an. So sieht Wermut aus. Das ist nicht so einfach zu unterscheiden, denn hier nebenan wächst eine Pflanze, die sieht so ähnlich aus. Und das ist eben, wie ich schon sagte, der Beifuß. Ist nicht ganz genauso, aber man sollte schon die Unterschiede kennen. Beifuß ist eben nicht so bitter. Wenn man eine Pflanze
so eine Wermutpflanze findet. Mach mal ein kleines Blättchen ab. Na los. So. Und koste die jetzt mal. Ja. Sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Also, naja, ich weiß ja auch, dass es das ist. Könnt ihr also mit Kosten sehr gut herausfinden. Bei dieser Pflanze hoffe ich jetzt, dass sie die Umstellung von großer Pflege in Garten und Balkon auf Eigenverantwortung und Eigenpflege umstellen kann. Ja, viele Pflanzen wachsen ja in diesen recht trockenen und festen, spröden Boden. Ich werde ab und zu vorbeikommen und noch mal ein bisschen gießen, sozusagen als Starthilfe. Aber das muss es denn auch erstmal. So rein theoretisch könnte das eine Landschaft sein, wo Wermut wächst. Ja, es ist ganz normale mitteleuropäische, Mitteldeutschland, ja, Grünlandschaft. Aber ich habe hier noch keinen weiteren Wermut gesehen. Und da ist der kleine Tümpel, wo ich das Wasser entnommen habe, um ihn zu gießen. Dazu eine Bemerkung, der war vor noch 2-3 Jahren ja, mindestens doppelt so groß. Alles, was hier drüben so grün aussieht, das war auch mal Wasser. So bis zu dem Baum ging das Wasser so fast. Ja, jetzt ist nichts mehr davon zu sehen. Also hier sieht man schon eine extreme Trockenheit. Wermut macht Trockenheit im Grunde genommen nichts aus, aber dazu muss er auch erstmal tief gewurzelt haben. Und das hat mein Gartenwermut noch nicht. Deshalb braucht er noch ein bisschen. So, nach der gestrigen Wassergabe geht es dem Wermut jetzt schon viel, viel besser. Gestern sah er kümmerlicher aus, heute hat er wieder vollere Blätter. Ich werde ihn trotzdem noch mal gießen. Ganz allgemein basiert mein Wissen und meine Forschung in den letzten 20 Jahren auf einer ganz, ganz einfachen Theorie. Ich nenne das die Theorie der blauen Schule, wobei blaue Schule hier nur ein einfach mal am Kaffeetisch heraus kreierter Begriff ist, hat keine tiefere Bedeutung, jedenfalls damals, als ich den Begriff entwickelte, nicht. So, und diese Theorie hat eine ganz, ganz einfache Grundlage, die ich ja auch in meinen Übungen praktiziere, nämlich zusammenziehen und ausdehnen. Zusammenziehen und ausdehnen. Ja. Und das kann man in allen Bereichen des Lebens auch sehen. Zum Beispiel beim Wermut. Wermut ist bitter und Wermut zieht zusammen. Denkt nur mal, ihr müsstet jetzt mal einen ganz, ganz bitteren Stoff zu euch nehmen, dann würdet ihr auch so machen. Ne? Seht ihr, alles zieht sich zusammen. Ähnlich wie bei sauer. Ne? Sauer und bitter ist da ähnlich. Und das Gegenteil davon ist süß. Süß dehnt aus. Lecker. Ah, ja. So, das lieben wir. Wir lieben dieses Ausdehnen, dieses Süße, dieses sogenannte Gute. Und dagegen ist auch nichts zu sagen. Nur das Leben braucht beides. Das Leben braucht zusammenziehen und ausdehnen. So wie das Herz sich zusammenzieht und ausdehnt und dieses Pulsieren dafür sorgt, dass das Blut in alle Zellen kommt. Alle Zellen dehnen sich aus und ziehen sich zusammen. Ja? Jedes einzelne Körperteil, jedes einzelne Organ zieht sich zusammen und dehnt sich aus. Nur, dass wir modernen Menschen kaum noch in die Lage versetzt werden, also über die Ernährung, die wir so zu kaufen kriegen, uns zusammenzuziehen. Bitterstoffe werden aus der Nahrung herausgezüchtet. Ja? Es wird aus fast allen Nahrungsstoffen das Bittere herausgezüchtet. Warum macht man das? Ganz einfach, die Industrie will Geld verdienen. Und sie weiß, Menschen, die keine Ahnung haben, sondern nur auf ihren Geschmack und auf ihren Bauch hören, das habe ich übrigens ein Video gemacht, könnt ihr euch mal angucken, ne? Süß, sauer, schön, hässlich und Bauch und Kopf. Also die nur auf ihren Bauch hören und nichts wissen, von den Zusammenhängen. Die essen ständig Unbitteres, Süßes oder Süßgemachtes. Ne? Ich kann mich erinnern, als Kind war die Grapefruit bitter, bittersauer. Ja? Wenn man jetzt eine Grapefruit isst, dann ist das schon fast wie eine Apfelsine so süß. Salate waren mal bitter. Wenn ihr heute einen Salat kauft, da ist kaum noch Bitterstoff drin. Aus den Pflanzen, die man so im Supermarkt bekommt, sind die Bitterstoffe alle rausgezüchtet. Nur noch Süßes, Saftiges ist da drin. Und was passiert im Körper? Er dehnt sich immer mehr aus. Und das sieht ja auch bei den Menschen, sie dehnen sich immer mehr aus. Sie essen und essen und essen,
Weil, was machen Bitterstoffe? Bitterstoffe ziehen zusammen. Und dieses Zusammenziehen heißt auch, sie hemmen den Appetit. Während Süße immer wieder neue Süße verlangt, kennt ihr, die Zuckersucht, habe ich vorhin erzählt. Man muss Süßes essen und noch mehr Süßes und noch mehr Süßes und noch mehr Süßes. Und Bitterstoffe hemmen den Appetit. Da gibt es eine, ja, ist keine Anekdote, ne, ist eine Geschichte, dass man aus Raps hat man auch die Bitterstoffe herausgezüchtet. Und Rehe, die auf diese Rapsfelder gegangen sind, haben sich zu Tode gefressen. Normalerweise fressen Tiere nur so viel, bis sie satt sind. Die machen das nicht so wie die Menschen heutzutage, ne, die keine Bitterstoffe kennen. Also normalerweise sind in den Nahrungsmitteln so viel Süße und Bitterstoffe drin, dass eine optimale Ernährung für die jeweilige Lebenssituation ausreicht. Aber aus diesem leckeren Raps wurden die Bitterstoffe, also die Appetithemmer, herausgezüchtet und die Rehe fraßen und fraßen und fraßen, bis sie wirklich platzten. Ja, so schlimm war das. Die können ja, haben keine Vernunft, die Tiere, ne? Die arbeiten wirklich aus dem Bauch heraus. Ich sage ja, wenn man Vernunft einsetzt, muss man auch Wissen einsetzen und dazu gehören halt die Bitterstoffe. Schauen wir uns das jetzt mal an, was andere dazu sagen. Denn ich muss nicht das ganze Wissen der Welt haben. Das ganze Wissen der Welt, wenn man richtig sucht, dann findet man es auch richtig im Internet.